Hallo, da sind wir wieder. Wir sind mal wieder unterwegs. Euer Dackmobil rollt diesmal in den Kurzurlaub. Wir haben den 8. Mai 2024 und morgen ist Feiertag. Ich habe Freitag Brückentag und wir nutzen das lange Wochenende, um diesmal ein bisschen weiter wegzufahren. Da wir in 2 Wochen ja auch in Urlaub fahren, haben wir gedacht, gucken wir mal, wo wir hinkommen, so ein bisschen in die Nähe des Wassers wäre ja nicht schlecht. Und da wir in den Süden fahren in 2 Wochen, fahren wir jetzt in den Norden. Es geht ins schöne Ostfriesland. Wir fahren in die Nähe von Leer nach Bingum ans Ems Marina Camping. Momentan quälen wir uns durch das proppevolle Ruhrgebiet. Wir haben 19 Uhr, wir sind schon 2 Stunden unterwegs und ganze 100 Kilometer ungefähr gefahren. Also von daher ist jetzt Geduld und Ausdauer gefragt. Wir wollen euch hier nicht mit dem Stau auf die Nerven gehen. Bleibt einfach dran und schaut, wie es uns in Ostfriesland ergehen wird. Den Stellplatz zeigen wir euch wieder natürlich, beziehungsweise seinen Campingplatz, in einem separaten Video, wie ihr das von uns kennt. Schaut in die Playlist, beides ist wieder gleichzeitig online und wir werden euch natürlich wieder den Platz und die Umgebung, wie ihr es kennt, zeigen. So, und jetzt geht es los. Zumindest mental ins lange Wochenende. Wir stehen hier mit Blick auf Oberhausen und genießen ein wenig die Aussicht ins Ruhrgebiet. Ja, gestern haben wir euch nichts mehr gefilmt. Wir haben fürs Ruhrgebiet bis Duisburg erstmal für 100 Kilometer 3 Stunden gebraucht. Für die nächsten 50 dann nochmal gefühlte 2 Stunden. Und auf die 320 Kilometer, die wir bis hier nach Bingum bei Leer haben, haben wir echt 6 Stunden gebraucht. Wir sind hier kurz vor Toresschluss. Zum Glück hat der Campingplatz bis 23 Uhr Anfahrtzeit. Sind wir hier angekommen. Wir haben uns im Dunkeln hier hingestellt und alles andere heute Morgen. Ja, richtig im Schlaf gekommen sind wir dann erstmal nicht. Und jetzt haben wir es heute Morgen gemütlich angehen lassen. Und jetzt sind wir wieder für euch da. Wir haben ja gar nicht gewusst, was wir hier gebucht haben. Ich habe nicht geguckt. Ich habe einfach nur gesagt, oh, da ist was frei, super Preis, passt, alles toll. Während der langen Fahrt habe ich dann mal ein bisschen Rezensionen gelesen, habe wieder, okay, wir haben wieder einen Platz gefunden, der in unsere Kiste passt. Ist sein Ruf wirklich so schlecht oder so wackelig, wie man es denkt? Ich kann hier an der Stelle nur sagen, wir haben mal wieder richtig, richtig Glück gehabt. Top-Lage, alles da, alles nett, alles super. Schaut in das Video zum Campingplatz. Jetzt muss ich wieder auffallen. Ems Marina Camping. Wir haben euch wieder ein detailliertes Stellplatz, Campingplatz-Video mit allen Details zu dem Platz. Da gibt es eine Menge zu erzählen. Werden wir euch wieder detailliert darstellen. Campingplatz heißt Zelte, Wohnmobile, Wohnwagen, alles willkommen. Auch Fahrrad mit Zelt ist Zelt. Also von daher ist hier auch eine schöne Mischkultur. Man steht miteinander und ist da völlig flexibel. Aber das erklären wir euch alles im Video. Heute genießen wir das Wetter und haben keinen Plan. Doch schon, ich habe ganz viele Fahrradkarten mitgebracht. Nur Alfred weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Ich will da doch ja nicht wissen. Wir können euch nur sagen, ich glaube, wir haben genau das Richtige getroffen, auch wenn die Anfahrt ein bisschen Horror war. Es hat sich bis jetzt schon mal völlig gelohnt. Bleibt dran, wie unser langes Wochenende hier in Ostfriesland wird. Die Brücke ist urig, ne? Mit den Türmchen. Jetzt, wo du das sagst.
Du bist auch urig. Ich weiß. Wollen wir hier unten am Deich entlang fahren oder erstmal Straße und am Deich zurück? Zurück. Was zurück? Hin Straße? Ja. Okay. Guck mal, die Brücke ist hochgeklappt. Das ist eine Klappbrücke gewesen, die Riesenbrücke. Ja. Glück, dass wir rübergekommen sind. Da sind wir ja drüber gefahren. Das ist die Brücke nach Leer. Aber guck mal, was da ein Apurillo ist, was da in der Luft stirbt. Das sieht auch schön aus. Schön? Richtig schön. Hast du das Dörflein auch was gefilmt? Ein wenig. Ich sehe das ja ohne Spiegel nicht mehr. Mein Mann hat mir den Spiegel kaputt gemacht heute Quatsch. Morgen. Du hast so gemacht. Oh! Du hast immer so viel dran gerappelt. Du hast gerappelt. Oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Guck mal. Ist ab. Ja, guck, wo du hinfährst. So war das. Bevor du das scharf ist, dann ist sie nicht zu halten. Das stimmt ja gar nicht. Ich halte ja dann. Guck mal, das kennt mich. Kennt mich. Na du. Weißt du noch, wo ich in Dänemark das versucht habe, das Lämmchen zu retten? Ah. Das über den Zaun gesprungen war. Lass dich jetzt noch kaputt. Na, Schnucki, da komm mal. Da komm. Da komm. Ich fress dich nicht. Noch nicht. Schade, dass ihr gerade nicht mitbekommen habt. Meine Frau hat gesagt, ein bisschen was gucken, aber kein Stress. Wer es glaubt. Du hast den Spiegel absichtlich abgebrochen, damit ich nicht mehr sehe, wenn du filmst und über mich redest. Als du ein Spiegel hattest, hast du gesungen, wir sind Weltmeister. Jetzt, guck mal das letzte Video von uns. Ich singe nur an der Mosel. Hier in Norddeutschland singe ich nicht. Also. Erst wieder in Dänemark. Also noch hier gewisse Landstriche, wo du singst. Ja, guck mal, da steht ein halbes Schiff. Ja. Muss ja nur vom Thema ablenken. Ich kann den Text vom Friesenjungen nicht. Da hinten läuft ein halbes Schaf. Guck mal, kommt eine schöne alte kleine Kirche da hinten. Ja, die sehen die Leute doch hier. Nee, kannst du jetzt ausmachen und filmen, wenn wir die Kirche wieder gleich sehen. Ja, genau, mach mal aus. Oh, da ist irgendwie auch was zu gucken. Ah, fahren ja hier wieder zurück. Mal hier mit diesen Art Stucksteinen darunter. Schön, auch da so mit so einer ganzen Stuckleiste. Guck mal, da ist eine Klappe auf an der Kirche. Du hältst dich raus. Die sagen. Proteineinlage. Heute ist Vatertag und es sind hier so viele junge Männer oder auch junge Pärchen mit Bollerwagen unterwegs. An jeder Mühle, an jedem Eckchen irgendwo ist heute, ja, wie soll ich sagen, fürs leibliche Wohl bestens gesorgt. Also hier ist echt was los auf dem Dörp. Viecher im T-Shirt. Nee, das musst du die Kamera wegtun. Ich habe eine Fliege im Pullover. Die Sommersache alles.
Ha? Du sammelst auch alles. Ja. Und jetzt? Fahren wir zu dem, was ist das, Sperrwerk? Ja, ne? Sperrwerk. Fahren wir hin, dann wissen wir, wie es heißt. Steht nämlich dran. Bin ich mal zu Fuß hingelaufen, als wir in Detzum waren. Also, ich kann euch hier mal sagen, also wir haben es geschafft. Wir sind am Deich entlang die Dollardroute von Bingum bis Detzum gefahren. Der Stellplatz sieht rappelvoll aus, da kommen noch immer Wohnmobile. Und fahren jetzt erstmal rüber zum Sperrwerk und dann gucken wir mal, was in Detzum los ist. Was machst du da? Lesen. Von dem Sperrwerk steht auf der anderen Seite. Ich warte auf das Schiff, aber das ist so langsam. Detzum ist immer wieder schön. Ich bin hier total gerne. Weißt du noch, dass wir hier unsere erste Nacht im Wohnmobil verbracht haben? Weil das war richtig schön. Alle anderen danach aber auch. Ist schon ein Unterschied zu November. War die Nacht vom 1. November. War es auch nicht so voll wie heute. Weißt du was? Gehen wir erstmal hinten zum Fischhaus. Fischfrikadelle essen. Selbst gemacht. Boah, sind die lecker. Alfred, habe ich gut geparkt. Ich nehme euch mal mit in die kleinen Wege, die hier die Hauptstraßen in Detzum verbinden. Weil das ist Detzum pur. Nicht hinten die großen Straßen oder Sträßchen, sondern hier hinten an den Gärten vorbei. Ostfriesland pur. Lasst es mal auf euch wirken. Ich bin mal wieder still. Die alte Segeltuchmacherei, auch wieder ein schönes Motiv, aber ab der Hauptstraßen und von vielen daher nicht gesehen. Thank you.
Man kann ja auch schön durch die Kanäle paddeln. Wollten wir immer mal. Aber ich glaube, da hat Alfred heute keine Lust mehr zu. Ich habe hier eben da hinten jemanden aus unserer Community getroffen und so verquatscht, dass wir jetzt schon wieder 17 Uhr haben und eigentlich langsam noch die restlichen 12 Kilometer nach Bingum zurückfahren müssten. Alles beim Alten, Betty quatscht. So, dann mal zurück zu Alfred. Ich glaube, der hat jetzt 5 Tassen Kaffee intus, so lange war ich weg. Das war mal eine Marina. Das ist Betty. Wir haben schon wieder fast 20 Uhr. Unsere Radtour nach Ditzum war richtig schön. Wir haben dort Bekannte getroffen, die wir auf dem Stellplatz, auf dem neuen Stellplatz in Bochum bei der Firma Spürkel kennengelernt haben. Da nochmal viele Grüße an euch beiden. Ich hoffe, wir treffen uns mal wieder. In, ihr wisst schon wo. Und ja, dadurch haben wir in Ditzum gar nicht mehr so viel gefilmt, weil plötzlich waren es 17 Uhr und wir wollten zurück, solange es noch ein bisschen warm war. Wir haben hier einen wirklich recht entspannten, mega chilligen Tag verlebt. Und jetzt werde ich noch ein paar Schritte gehen. Vielleicht kann ich euch noch das ein oder andere Interessante zeigen. Wenn das Video mit dem Frühstück weitergeht, gab es nichts Interessantes. Und ansonsten sage ich, lassen wir den Tag ausklingen, vielleicht mit dem ein oder anderen schönen Bild. Und dann geht's morgen weiter. Macht's gut! Kennt ihr unser Dänemark-Video Teil 2? Ich glaube, Teil 2 war es. Bin mir nicht sicher. Kann auch Teil 1 gewesen sein. Nee, Teil 1. Und da habe ich auch solche Ausreißer gefunden. Und das rief nach seiner Mama und die Mama rief nach ihm. Und dann habe ich versucht, das einzufangen und über den Zaun zu heben. Aber der Zaun war so hoch, dass ich das echt nicht hingekriegt habe. Ja. Hier kann ich diesmal nicht helfen. Die sind aber auch nicht markiert, weil die sind alle markiert. Keine Ahnung, da war wohl meine Brücke. Drüben ist eine Sandbank, die jetzt ziemlich begrünt ist. Und so wie das aussieht, gab es dann wohl mal eine Brücke. Ich guck mal, wie weit ich da unten komme. Was sagen meine kleinen Freunde? Wo ist denn die Mama? Hm? Wo ist denn deine Mama? Wollt ihr nicht da wieder rüber zu der Mama? Komm her, Schnuckelinchen. Hm? Kuckuck. Da haben wir den Campingplatz. Hier hinten haben wir leer. Ich bin jetzt an dem Brückenpfeiler.
Da vorne ist irgendein Bootsanleger. Das eine Segelboot fährt schon wieder raus. Wie wir ja gesehen haben, ist es hinten runter zum Campingplatz, den total versandet. Aber irgendwie bin ich jetzt vor dem Elektrozaun und würde gerne den Pfad hinter dem Elektrozaun gehen. Ich versuche da unten mal drunter zu klettern. Ich mache euch mal aus. Wenn ich nicht mehr anmache, ist schief gegangen. So, hat funktioniert. Ich liebe diese Abendstunden. Das wisst ihr ja, glaube ich, mittlerweile, ne? Gesehen von meinem Gegacker da drüben ist ein reges Brutgebiet, so wie sich das anhört. Du hörst sämtliches Geschnatter, Gänse. Ich habe Enten gesehen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen eben. Also schon interessant. Und wenn du so siehst, wie das früher hier ausgesehen haben mag, interessiert mich jetzt echt, weil du findest überall Reste einer Infrastruktur, dass es hier irgendwie früher gab es ja hinten den Yachthafen. Hier muss es aber auch einiges gegeben haben. Interessant, wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es in den Kommentaren. Würde mich interessieren, ob ihr wisst, wie das hier früher ausgesehen hat. Ich mag ja solche geistigen Rekonstruktionen, wie früher was ausgesehen hat. Das war jetzt nicht so gut, was ich gemacht habe. Boah, guckt mal. Hört ihr das? Ich weiß jetzt nicht, welche Gefahr droht, aber ich bin es nicht. Und Mücken ohne Ende. Guck mal da. Das ist ja voll Action. Ich glaube, ich hätte besser nicht die rote Jacke angezogen. Da ist auch die Bank, die ich mir ausgeguckt habe. Guckt mal, was auf dem Weg zur Bank ist. Da liegen auch die Segelboote. Ich kann mal ein bisschen höher halten. Aber Emssteganlage, Segelverein leer, möchte nicht, dass Betty da reingeht. Und jetzt kommt der Clou. Wisst ihr, wie ich wieder zurück muss? Hinten über den ollen Zaun. Man kann auch hier drunter klettern, das ginge auch. Dann muss ich aber da über die Matschweise wieder gehen. Was tut man nicht alles für einen guten Report? Ich habe das Gefühl, dass hier schon lange keiner mehr gegangen ist. Aber trotzdem schönes Fleckchen. Meine Frau war duschen. Die hat so geduscht, da draußen alles voll, weil schon voll Nebel ist. Ich bin im Sonnenschein ins Duschhaus oder hinten ins Sanitärgebäude gegangen und so bin ich wieder rausgekommen. Ja, das ist ja, was ich sag. Du hast so geduscht, da draußen alles voller Nebel ist. Ich habe noch nicht mal die durchschnittliche Duschzeit gebraucht, die da angegeben war. Also von daher
hatte ich aber gesehen, dass hinten übers Wasser schon Nebel kam. Fand toll. Geh noch am besten das Handy holen. Als ich rauskam, fand ich es nicht mehr so toll. Da brauchtest du nichts mehr machen. Eben noch im Bett in die strahlende Sonne geguckt, seit halb sieben. Und gefühlt habe ich auch gedacht, wir sind die Einzigen, die hier auf sind. Hinten, die regelmäßig hier hinkommen, die Wohnwagenfahrer, sind auch alle schon rege hier Richtung Sanitär unterwegs. Aber hier die Wohnmobilisten, alles in der Koje. Wir haben jetzt halb neun. Wie macht ihr das? Geht ihr pauschal immer im Wohnmobil duschen? Also ich bin ganz ehrlich, wir haben ja ein Schiebebad und dadurch ist es auch ein bisschen eng. Ich bin nicht allzu groß, dadurch funktioniert das ganz gut. Ich muss mal eben Gas runterdrehen für die Brötchen. Und wenn Sanitär da ist, die Preise sich im Rahmen halten, nutze ich auch die Dusche vor Ort. Alles andere passiert aber hier drin. Und ich dusche hier auch drin. Also keine Dusche da, aber duschen hier drin. Ganz einfach. Heute haben wir Mission Kühlauf. Wie heißt das? Motor Kühlflüssigkeit. Genau, weil als wir auf dem Hinweg hier zweimal auf dem Rastplatz gehalten hatten, hatten wir rosa Pfützchen vorne unter. Nee, unter nicht. Vorne an, am Spoiler. Kam so ein bisschen rosa Flüssigkeit raus. Die fühlte sich auch etwas ölig an. Probiert habe ich sie jetzt nicht. Und nachdem ich dann hier stand, habe ich mal alles durchgeguckt. Und die einzige rosa Flüssigkeit, die ist es eben die Kühlflüssigkeit. Wobei sie auch unter Minimum war von der Anzeige her. Wahrscheinlich ist da vorne irgendwo ein kleines Leck, das ich aber noch nicht definieren kann. Aber wir müssen ja auch wieder nach Hause. Also hier muss man besser halt Kühlflüssigkeit holen, um das nachzufüllen. Zumal wir vor kurzem in der großen Inspektion waren. Ja, der wird mich am Montag auch wieder sehen. Weil so können wir in zwei Wochen nicht nach Frankreich fahren. Und da wir noch eine zweite Mission haben, kaputt gemachter Spiegel am Fahrrad. Da war meine Frau über ihr Spiegel. Haben wir nämlich hier in Leer gefunden, gibt es einen Rad- und Autozubehörladen. Und der ist heute unser Ziel. Was wir danach machen, ob wir mit dem Kanister, den wir da kaufen, noch durch Leer fahren oder ob wir das morgen machen. Das ist kein Kanister, das wären zweimal ein Liter. Ja, dann können wir danach noch durch die Stadt jückeln. Wollten uns dann heute das Städtchen angucken und auch gar nicht so viel machen. Gestern ist ja dadurch, dass wir da in Ditzum mit wenig am Zaun gestanden haben, waren wir erst spät hier. Ja. Jetzt warten wir ab. Wir wollten draußen frühstücken, ob der Nebel sich verzieht. Aber noch ist er verdammt hartnäckig. Meine Frau, der Fahrradretter. Ja. Deins fällt ja immer nur mit Kamera. Meins fällt ja wenigstens immer ohne. Da kommen immer noch Wohnmobile. Ja. Jetzt habe ich vergessen, wie die Brücke heißt. Das ist die Jan-Bergham-Brücke, meine ich. Berghaus, ja. Aber Jan-Waret. Der Jan-Waret. Eine riesige Klappbrücke. Jetzt habe ich gehofft, die geht jetzt auf, während wir hier stehen. Weil wir heute ja Mission Kühlervorschutz machen, ne? Auf in den Autozubehörladen. Das Stück hat 63 Meter Länge. Kommt da jetzt einer runter? Wir sind gerade drüber gefahren. Ich habe keins gesehen, aber muss ja wohl. Ich glaube jetzt nicht. Ich habe auch keins gesehen. Wir sind da auch gerade. Ja. Vielleicht haben sie ihre festen Zeiten. Also sie öffnen eigentlich nicht für normale Binnenschiffe, hatte ich hinten gelesen. Sondern nur, wenn größere kommen. Und die Kutsche mit dem Brautpaar steht ja jetzt auch da. Puh, war das eine Fahrt. Es scheint heute alles einkaufen zu wollen, weil gestern der Tag ja Feiertag war. Es sind so viele, ja, das sind nicht mal nicht die Rentner, sondern die nur so halb so alt sind,
Autofahrer unterwegs, also sowas von rücksichtslos habe ich selten erlebt. Also, da war gestern die Bollerwagen Slalom-Tour, die war besser. Also das war chaotisch. Gehen jetzt mal gucken, ob wir unseren Frostschutz hier kriegen und einen neuen Spiegel für mein Fahrrad und dann schauen wir weiter und dann gucken wir, dass wir wieder in ruhigere Gefilde kommen. Ja. Okay. Also ich gehe mal eben rein, ich halte die Stellung. Happy wife, happy life. Meine Frau sieht einen Spiegel. Mal gucken, wann sie den wieder kaputt macht. Okay, ciao.